Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Attack. Und an der Stelle muss ich mich erstmal heftig bei euch bedanken. Was ist denn los auf den letzten Folgen, dass so viele Leute... Wie Raid? Was macht ihr auf meinem Grundstück? Weg! Verpieselt euch! Ich habe hier gerade eine andere Moderation. Was? Die Zuschauer sollen abonnieren, damit sie nichts mehr verpassen? Nur dann haut ihr ab? Das finde ich ja dreist. Nee, aber Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Was ist mit los mit den Leuten da oben, Alter? Erstmal, Folge anmoderiert, ist ein Raid hier los. Es hat sich viel getan. Unter anderem dieses Lama, was Diorite heißt, Carscrafter. Warum? Warum Carscrafter? Was soll das? Was, wie und, also, heute wird eine spezielle, besondere Folge. Das seht ihr schon am Titel. Irgendwie habe ich das wahrscheinlich so ein bisschen geschrieben. Ich guck mal, was da oben abgeht bei den Kollegen hier. Hallo? Hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht? Okay, ja gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Erstmal, fettes Update gibt es zum Kuppelbau, denn schaut euch mal das hier an. Ich habe im Stream einfach noch zwei Dinger hinzugefügt. Ich habe leider keine Timelapse für euch, das tut mir sehr leid, aber die Replay-Mod hat nicht funktioniert. Ich werde mich die Tage nochmal hinsetzen und versuchen, die Replay-Mod zu installieren und so schnell es geht für euch es möglich machen, dass ich eine Timelapse aufnehmen kann. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse, dass ich das jetzt nicht geschafft habe für diese Folge. Ich habe im Stream, es ist spontan entschieden, dass ich die beiden Dinger weitergebaut habe. Im Stream habe ich versucht, die Replay-Mod noch zu installieren und es hat leider nicht geklappt. Es tut mir sehr leid, dass es nicht geklappt hat. Aber wir sind trotzdem schon sehr weit gekommen. Guckt euch das mal an. Also wir haben schon übelst viel Fortschritt gemacht. Aber ich wollte in dieser Folge jetzt nicht nochmal die Kuppel bauen. Denn, ja, die Kuppel haben wir jetzt schon echt oft gebaut. Ich könnte mal ein MLG versuchen, oder? Okay, komm. First try MLG. Komm. Oh! Ich habe den MLG geschafft. Beim Stream wäre ich fast gestorben, als ich das versucht habe. Und jetzt habe ich es einfach geschafft. First try und ich habe es sogar noch auf Aufnahme. Mama, ich habe den MLG geschafft. Achso, ich wohne ja gar nicht mehr bei meiner Mama. Jetzt denken die Nachbarn sich auch was. Naja, ist ja auch egal. So, auf jeden Fall. Bitte sagt euren Müttern Bescheid, dass ich ein MLG geschafft habe. Das wäre mir sehr wichtig. Nee, ich wurde getrollt. Also, erstmal wurde ich nett getrollt. Oder ist das überhaupt ein Troll? Ich weiß nicht. Hier steht ein I love you. Das stand, glaube ich, in der letzten Folge schon. Ich weiß nicht. Ich benutze mich. Gruß die Römer und Rotpilz. Die haben mir einen Name-Tag gedroppt. Vielen, vielen Dank dafür. Kuss geht raus. Ich muss denen auch mal ein Geschenk machen. Wir machen Anti-Trolls. Wir machen Geschenke. Und hier haben wir noch Lamas. Also ein Lama, das Diorite heißt, und das ist von Carscrafter. Woher weiß ich, dass es von Carscrafter kommt? Hier sind Bücher drin. Und Blaze Rods. Und ich hatte ja den Plan, ganz viel Slime zu farmen, um eine Bambusfarm zu bauen, mit der ich dann Blaze Rods farmen kann. Mit der ich dann Bambus farmen kann, die Öfen antreiben, um das ganze Glas hier zu schmelzen. Ne? Ihr erinnert euch hier an das Ding. Falls ihr es nicht dran erinnert, dann habt ihr die gestrige Folge anscheinend nicht mehr richtig in Erinnerung. Also geht schnell hin und guckt die nochmal. Aber falls ihr es noch in Erinnerung habt, wisst ihr Bescheid. Ich habe den Plan ein bisschen geändert im Stream, denn Blaze Rods sind super Treibstoff für Öfen. Und wir können die übelst easy farmen, weil Carscrafter eine Farm gebaut hat. Und das wollte der mir hiermit sagen. Er hat eine Farm. Klim, du brauchst doch gar kein Bambus für dein Glas einschmelzen. Sondern ich brauche quasi eine ganze Kiste voll mit Blaze Rods. Und wir haben schon voll viele. Und noch ein bisschen. Ich glaube, 41 Stacks brauchen wir. In unserer Kiste sind ja 9x3 drin, also 27. Und dann noch halt, also ja, also weniger als eine Doppelkiste voll mit Blaze Rods brauche ich. Die einfach, wie gesagt, ist mit Carscrafters Farm. Und wir haben jetzt zwei Bücher. Das schauen wir uns mal an. Und wir haben hier Klims Lieblingsstein. Ja, Carscrafter. Ich werde dich ein bisschen trollen zurück. Und das Lama, das heißt Diorite, ich werde es natürlich nicht töten. Es ist natürlich ein Lama. Das Tier kann ja nichts für seinen Namen. Wir werden dem Gehege bauen. Und ich werde nicht glücklich haben, das zu haben. Aber wir haben zwei Bücher. In Seed haben wir schon reingeguckt in der Folge. Da steht, mir wurden zugetragen, sie benötigen aufs Dringlichste eine Wagenladung voll Brennstoff für ihr Vorhaben. Hochachtungsvoll, Carscrafter. Und das zweite Buch, das kenne ich selber noch nicht. Mit dem Öffnen dieses Buches gibst du dich automatisch mit den AGBs einverstanden, dich liebevoll um Diorite zu kümmern. Wow, lieber Klim, diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Diorite und ich haben die beste Zeit zusammen verbracht. Stundenlang gelacht, Abenteuer erlebt und andere Leute angespuckt. Was? Leider hat mich der... Sag mal... Entschuldigung. Ich möchte hier unten eine Folge machen. Könntest du mit deinem großen Mammut mal von meiner Base runtergehen? Hier hat man nirgendwo mehr seine Ruhe, Leute. Ich sag's euch. Hallo. Hallo, ich nehme gerade auf. Was ist mit denen? Oh, ich gehe in mein Schlafzimmer, da ist wenigstens ein bisschen ruhiger. Ja, hier ist ein bisschen ruhiger. Leider hat mich Diorite eines Tages mit einem anderen Freund, Peter, erwischt und hört seitdem nicht mehr auf mich anzuspucken.
Deswegen übergebe ich ihn in die besten, liebevollsten Hände, die es in Craft Stack 7 gibt. Bitte kümmere dich gut um ihn. Auch wenn er mich hasst, liebe ich ihn immer noch. Anbei findest du eine Pflegeanleitung für Diorite. Einmal täglich waschen. Er braucht einen neuen Stall aus Diorite. Nee, das kriegt er nicht. Entschuldigung, Castcrafter. Zubereitetes Diorite aus dem Biosteinbruch südlich. Nee, viertens täglich 5 Minuten spazieren gehen. 5 Diorite kann nur einschlafen, wenn du ihm ein Lied singst. 6 sehr viel Liebe. Ich muss mich mit Diorite erstmal anfreunden, muss ich sagen, weil der Name ist natürlich schwierig für mich. Aber Castcrafter, ich werde mich gut um Diorite kümmern. Wir werden, auch wenn es so heißt, das Lama kann ja nichts für seinen Namen, wir werden uns gut um unseren neuen Freund Diorite kümmern. Oder Diorite, was sagst du? Ja? Können wir dann mal mit der eigentlichen Folge anfangen? Cool. Jetzt haben wir schon 5 Minuten verbraten. Ich habe nämlich vor, mit Katze, also Items for Sacred, einen Nether Hub zu bauen. Und ich gehe jetzt einfach mal zu dem. So, und um zu Katze zu kommen, müssen wir einfach nur diesen langen Tunnel mit Eis durchböllern. Und das ist überhaupt gar kein Problem, denn mit Eis geht das relativ schnell. Und genau auch diesen Gang wollen Items und ich heute schöner machen und gucken, dass das alles passt. Und da ist auch schon das Portal. Da gehen wir jetzt einfach mal durch und dann entmute ich mich einfach mal und mal gucken, ob er schon direkt da ist. So, ich stecke fest. Nein! Okay, reloggen. Man kennt es. Die Boote. Okay, das ist das Portal von Items und let's go mal da rein. Hi. Hallo. Hallo. Was geht? Hallo. Goldene Karotte? Goldene Karotte. War das gut? Ich hatte mal ein paar davon gehabt, aber die habe ich verbraucht. Ja, dafür sind sie da. Das stimmt. Das ist legitim. So. Guten Tag, Klimmyboy. Guten Tag, Herr Katzeboy. Guten Tag, Klim. Ja, das ist hier. Findest du das Dach meines Hauses auch so hässlich? Ich finde es okay. Ich finde die Farbe nur ein bisschen. Warum? Ja, das meine ich eigentlich. Also die Dachform finde ich, bin ich zufrieden mit, aber ich bin im Überlegen, ob ich sie vielleicht zu Cobblestone wechseln sollte. Also ich würde auf jeden Fall was Dunkleres nehmen. Vielleicht ein ganz dunkles Holz, aber du benutzt ja schon quasi das dunkelste Holz. Cobble fände ich, glaube ich, gut. Warum wohnst du überhaupt so weit weg? Du bist der Erste, der wirklich fragt in der Aufnahme. Die anderen haben einfach gesagt, ja gut, der wohnt halt ganz weit weg. Ich hatte letzte Staffel ein paar Probleme mit den Trolling-Aktionen von anderen Leuten. Und da hast du dir einfach gesagt, das ist jetzt mein Dorf. So in etwa. Außerdem wollte ich die Villager-Mechanik abusen und das Dorf am Spawn konnte ich nicht einfach für mich wählen. Ja, also das habe ich aus Versehen halb kaputt gemacht. Ich bin halt einfach dann weggegangen und hab mir ein Dorf gesucht und ich wohne ja auch gleichzeitig in der Stadt. Ich habe ja auch noch ein Haus mit Balui und mit Dalukat unter Petrit, das halt auf dem Zweitkanal gebaut wird. Ah, okay. Gut zu wissen. Aber warum machen wir überhaupt was zusammen? Da unten steht der Grund. Du hast es schon vorgeworfen, hast du schon gesehen, Alter. Ja, ich hab ein Testsubjekt gebaut, hier. Das hier ist unser momentanes Design von einem Nether-Hub, wie es halt momentan auf der Langstrecke von mir gebaut wurde. Ich glaube, ich bin der Einzige, der momentan Zugang zu Packed Ice hat. Ja. Das kommt übrigens aus dem Süden von meiner Welt hier. Wenn man hier südlich geht, dann hat man ein Packed Ice-Biom. Südlich? Die Richtung. Mhm. Genau. Ich würde ganz gerne gucken mit dir zusammen, wie wir vielleicht eine wiederkehrende Pattern oder sowas oder einen allgemeinen Stil für das Nether-Hub finden. Ja. Und dass wir das dann zusammen eventuell umsetzen. Katze! Was denn? Er jagt alles in die Luft. Ja. Ah, du wolltest nur das Diorite kaputt machen. Ah, verstehe, sehr gut. Ein wiederkehrendes Design für den Nether, wo wir uns zusammen hinsetzen können und dann halt, weil wir ja doch auch zwischendrin relativ viel bauen, dass wir einfach was zwischendrin zum Bauen zum einen für den Nether haben, auch so außerhalb davon. Und natürlich heute mal ein bisschen Contenance in unsere Nether-Hub-Geschichte drüben bringen, denn da ist alles durcheinander. So. Ja. Ich würde gerne, auch, dass wir dieses Design finden und dann würde ich gerne am Anfang, wo diese ganzen Portale aufeinander stehen, vielleicht erstmal einen großen Raum machen und da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Übersicht noch mit reinbringen, weil da stehen ja wirklich 200 Portale auf derselben Stelle und das ist ja furchtbar. Für Leute ist immer die Frage, wo geht's hier hin? Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Die Frage ist halt, welche Baustoffe wir dafür verwenden wollen. Wir haben Zugang zu ein paar Baustoffen. Also wenn wir alles aus Bücherregalen bauen würden, dann kein Problem. Okay. Das wäre der Idealstoff. Ja, warum? Hast du so viele Bücherregale oder was? Ja, durch die Villager-Trades. Ich kann auf unendlich Bücherregale boosten. Okay. Wir haben also ein paar Blöckchen da. Ich kann auch sehr viel Glas theoretisch machen. Stimmt, es gibt ja jetzt die Barrels auch noch. Oh, die sind so cool. Ja, die verändern nur leider ein bisschen. Also wenn du Barrels falsch benutzt, dann hast du zu viele Villager irgendwo stehen. Sag mal, was hast du denn hier alles Leckeres da? Da müssen wir aber irgendwann mal Tauschhandel machen. Aus was bauen wir denn?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe Zugriff zu folgenden Terrakotta-Arten, die hier oben drin sind, in der Terrakotta-Kiste, die ich theoretisch ertraden kann mit Hilfe der Villager. Mhm. Ich habe Zugriff auf Pilare und normales Quarz. Das bedeutet auf Quarz-Pilar und Block auf Quarz. Quarz wäre schon cool, ne? Ja, Quarz ist halt schon was ziemlich Edles. Das muss man dann halt auch noch teilweise mit zusammentraden. Wir haben jede Menge Cleanstone, theoretisch, was wir halt auch verwenden können und die Stoffe, die daraus entstehen. Holz ist ein bisschen spärlich bei mir, aber Holz ist im Nether sowieso immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Ja, Holz würde ich nicht machen. Quarz ist jetzt das Erste, was mir so einfällt, was ich irgendwie cool finde. Wollen wir uns dazu vielleicht mal beraten und dann probieren wir mal ein bisschen rum und dann gucken wir, was dabei rumkommt? Ja, würde ich sagen. Dann, Menschen, bis gleich. Schau mal, was wir Schönes haben. Wollen wir beide anfangen? Ja, geil. Ich lasse das bei mir einfach so. Das ja, ich lasse das bei mir auch so. Leute, wir sind professionell, wir machen das hauptberuflich, wir dürfen das. Ja, ist sogar der Fall in meinem Bein. Ja, tatsächlich. Nee, aber ich muss sagen, ich finde das echt geil geworden. Das hat so was mega Helles und Freundliches und Einladendes irgendwie. Ich finde auch, ja. Ich meine, es würde natürlich noch einladender aussehen, wenn hier Itemframes mit Fischen dran sind, aber... Ja, auf jeden Fall. Mein Fetisch mal beiseite. Können wir hier eigentlich? Ich sehe uns hier. Also ich sehe auch was. Also ich fühle das total. Jetzt ist die Frage, wie finden es die Leute denn in den Kommentaren? Sagt ihr, das ist zu hell? Sagt ihr, das ist genau richtig für Nether, weil der ist sowieso schon so dunkel? Ich persönlich bin eher zweite Fraktion, dass der Nether schon so dunkel ist, da kann man den Nether-Hub wirklich mal richtig pompös hell bauen mit Quarz, ja. Weil wir haben es ja. Theoretisch, ja. Wirklich. Also, das war ein Missklick, genau. Ja. Rein in der Theorie sehe ich uns hier mit dieser Konstruktion relativ gut. Ja, vor allen Dingen haben wir noch versucht, diese Laternen einzubauen. Ich finde, das haben wir ganz cool hinbekommen, auch dass sie so hängen. Weil wir halt wollten, dass dieses neue Feature von der 1.14 irgendwie mit dabei ist. Also diese Laternen sind ja neu. Oh. Ja. Ich habe gerade mal überlegt, was ist, wenn man die so da dran setzt. Das wäre auf jeden Fall swaggy. Ich finde das andere aber fast besser. Das ist ein bisschen mehr cleaner, das ist nicht so. Das bringt so viel Unruhe rein, oder? Ich muss sagen, ich habe da wenig Präferenzen zu. Obwohl, wenn beides so ist, dann sieht das wieder gut aus, verdammt! Oh! Oh! Da sind wir an was. Jetzt haben wir es aber. Das sieht ja Hammer aus. Jetzt geht's los, ja. Machen wir. Ist gekauft. Ist gekauft, gut. Ist gekauft. Sehr gut. Was bleibt uns denn jetzt noch über? Du hast schon ganz viele Laternen gefarmt, hast du gesagt, ne? Mit deinen Villagern. Ich habe Laternen jetzt momentan dabei. Die sind über 2 Stacks. Ich kann die mal eingeben. Ja. Einfach damit wir ausgetradet sind. Oder ausge... Tschüss. Goodbye, Laternen. Nice, Alter. 1 Stack Laternen. Das war's. Wollte ich nur für Apple. Tschüss. Ja, geil, Alter. Ey, dann gehe ich dich für Android. Mach gut. Ciao. Für Android, ja, genau. Für iOS. Der eine für Apple, der andere für Android. Ah, lol, für Apple, das ist ja schon Apple. Ah ja, ich wollte noch iOS draus machen. Da bin ich ja ein bisschen lost. Okay, lol. iOS oder Android, schreib's in die Kommentare. Nein, tut's nicht. Das gibt nur Krieg. Also müssen wir das im Prinzip nur machen. Beste Handysoftware ist sowieso PS4. Xbox One. Xbox One. Ja, ich würde sagen, wir würden das so machen. Ja, sehe ich auch so. Dann gucken, wegen Quarzi-Barzi? Ja, Quarz habe ich genug in meiner Base. Pass auf, ich hole mal Quarz und ich würde sagen, dass wir hier bei dir am Portal, wir können ja schon mal durchgehen, dass wir hier bei dir am Portal auf jeden Fall ein bisschen was davon anwenden und dann, wie gesagt, bei uns halt nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt hatte, aber ich glaube schon. Au. Kannst du hier schon mal vorbereiten. Ich gebe mal das Glas, was ich noch das Quarz, was ich noch habe und dann gehe ich den Rest holen von mir. Und wenn ich da bin, dann können wir eigentlich schon direkt weitermachen, im besten Fall. Ja, wir machen jetzt nicht den gesamten Gang, ne? Das wäre ja insane in einer Folge, das schaffen wir gar nicht. Das wird sich über die nächsten Folgen und Streams wahrscheinlich verteilen. Wir werden auch nicht immer zwingend zusammen dran bauen, aber immer mal wieder, würde ich sagen. Wir werden auf jeden Fall immer wieder mal schauen auch, dass wir da einheitlich sind in unserem Design. Nee. Vielleicht, wenn du irgendwie eine neue Idee hast oder sowas, dass man die auch mal gepitcht bekommt. Achtung, ich bring mal Villager kurz. Das ist. Mal im Ernst, lass uns für diese Konstellation hier eine Sitcom starten. Welche Konstellation was denn? Es ist Pigman und Katze. Pigman und Katze, sie reiten zusammen. Ja. Und die Katze macht auch noch die ganze Zeit Stunk. Was ist denn los mit dir? Ja, die hat echt Bock. Also wirklich, die hat richtig Bock. Und der Pigman guckt so nach hinten und sagt so: Was ist los mit dir? Oh Mann, ey. Oh Mann, Katze. Mann, ey. Andauernd kritisierst du mich. Das heißt, wollte nur helfen, Junge.
Ich bin der Pikmin oder? Also ich bin ja nicht die Katze. Ich glaube, in unserem Kontext ist das sowieso was ganz anderes, Clemmy. Aber warte mal, der muss ja nicht hier oben, ne? Der ist viel zu weit oben. Handy. Doch, so. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich war gerade ganz kurz auch verwirrt, ob wir das quer hatten, aber ich glaube, es war quer. Ich hallo, hallo, auch verwirrt. Ich habe nur noch Chiselquarz, ne? Ja, Quarz habe ich. Da das ist nicht das Problem. Dann laterne ich da rein. In die Sachen nachher. Und Chiselquarz ich da rein jetzt gerade mal an der Seite. Genau. Theoretisch müssen wir ja einfach nur alle 5 Blöcke. So. 3, 4. Ich habe nicht so viele Stormbricks tatsächlich dabei, was ein bisschen lost ist wahrscheinlich. Ja, wir sind ja direkt an meinem Portal. Ich habe ja mehrere Doppelkisten voll. Ja, dann ist ja entspannt. Silk-Touch regelt halt. Ne? Sobald du Silk-Touch hast, ist da ja eher Mangel an Cleanstone. An Kapitän. Ne? Deutsch sprechen genau, ist bei mir heute eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Beziehungsweise einen Satz zu Ende formulieren. Man muss aber auch sagen, ich bin seit heute Morgen um 6 Uhr dran. Ja, das stimmt. Wir nehmen das jetzt gerade vielleicht mal wieder für die Leute, die es interessiert, wenn man so Folgen aufnimmt. Wir nehmen das jetzt gerade wieder um 0.51 Uhr auf. Deutlich früher als meine Folge gestern, also aber ja. Items war halt sehr lang wach. Was ist eigentlich hier mit Katze und Pikmin, die gehen voll auf den Keks? Ja, dann bring halt den Pikmin um oder so. Ja, mach du doch. Ja, mach ich gleich, okay? Es ändert nicht viel. Ob ich den umbringe oder du den umbringst, die werden okay. Alle aggro, aber ich, nur wenn sie ihn sehen. Ich könnte mal mit, ich schieße mit Power 5 drauf, das ist das Einzige, was uns helfen könnte. Oh, One-Shot, sehr gut. Oh, puh. Das super geil. Ja. Aber also, ich glaube. Wir brauchen ja sowieso nur Stairs, ne? Wir brauchen Stairs und. Und Slabbies. Slabbies, genau. Genau. Aber Slabbies habe ich noch 16. Nee, andere ein bisschen mehr als 16. Also nicht viel. Okay. Also eigentlich dann nichts. Ich sortiere einfach mal gerade ganz kurz einen Teil von meinen Sachen weg, die ich im Inventar habe, die wir hundertprozentig gerade nicht brauchen. Clemmy, ich habe übrigens gehört, du hast ein großes Bauprojekt bei dir vor, ne? Ich baue eine relativ kleine Kuppel. Ja. Finde ich geil. Ich finde die auch ein bisschen sehr groß. Ich weiß auch nicht, ob ich mir da zu viel vorgenommen habe, aber es geht gerade so super schnell vorwärts. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es zu viel ist, aber auch ja, irgendwie schon. Du spielst ja auch noch regelmäßig, ne? Hint, hint an die Menschen. Hint, hint. Auf twitch.tv/klimmen. So ist es nämlich. Hint, hint an die Menschen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Spielzeit hast du schon, Kraftwerk? Ich wurde ja am Anfang gerügt wegen meiner Spielzeit. Bei mir ist es 1,54 Tage, also ein bisschen mehr als 36 Stunden bin ich schon im Kraftwerk aktiv. Also ich muss einfach rechts in der Anzeige mal nach D gucken, nach Days. Ey, warte mal, es wird mir nicht angezeigt. Time played 2,1 Tage, also wirklich fast eigentlich für meine Verhältnisse so gut wie nix. Ja, okay, aber man muss überdenken, das hat auch gerade erst angefangen, ne? Ja, also ich hatte halt irgendwie 1,7 oder 1,5 Tage in-game oder 1,3 Tage in-game für den Großteil der ersten Aufnahmetage. Oh Gott, Abbruch! Abbruch! Nicht draufgehen. Oh. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen hier einfach mal einen Cut setzen und mal gucken, wie weit wir kommen hier mit dem ganzen Ding. Sonst ist die Folge gleich zu Ende. Hallo! Ah, nicht umfahren! Hi! Das war Blume ganz nah. Wird doch berührt, aber. Ich finde, das sieht wirklich Hammer aus, oder? Ist sehr, sehr geil. Wirklich geil, Leute. Ich finde, das hat total was. Ich finde, das sieht. Also, es war jetzt nicht viel Aufwand, das zu machen. Klar, das Quarzfarmen ist halt mega anstrengend so, aber mit dem Villager geht es auch. Nimm ich ja, mal mit. Villager ist halt easy. Nimm ich mal mit. Mach mal mit dem Bötchen. Ah, Katze und Katze, verstehe schon. Ich muss ganz kurz dann das Boot hier. So. Ah, ich wollte. Tschüss! Tschüss, Katze. Tschüss, Leute. Direkt in den Gang weitergelaufen. So. Ja, die ist direkt gassig. Okay. Aber so. So auch schnell sieht das geil aus. Da bin ich dabei. Ja, da sehe ich mich. Wo du uns überall siehst, das ist echt krass. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite und den Weg dazwischen müssen wir nochmal schauen. Und auf der anderen Seite machen wir auch noch ein bisschen mehr Platz einfach, dass ein bisschen mehr Übersicht herrscht. Steigst ins Boot? Yes! Jawohl. Let's go! We did it. Ich glaube, das ist sogar fast noch länger als den Zelt, den wir bei dir gebaut haben. Ja, das ist, wenn man sich verquatscht, ne? Ja, wir haben ein bisschen gequatscht. Wir haben mittlerweile auch ein paar Minuten später als eben. Und wie es hier, also es fehlt halt noch einiges, das ist klar. Aber das, wie gesagt, ergibt sich über die Zeit. Und jetzt wollten wir noch den Nether Hub so ein bisschen, ja, nicht optisch schon fertig machen, aber auf jeden Fall so, dass er praktischer ist für alle.
Ich finde das Design hier von unserem Tunnel, wenn man durchsprinten will, sehr, sehr mies gelungen. Ja, fürs Durchsprinten ist der echt zum Kotzen. Boing, oben dran kloppen. Aber es ist ja wirklich auf Boot gemünzt. Ja, wir sollten hier vielleicht, also, was, das ist genau, das ist auch eine Sache. Also, wir wollten hier so einen kleinen Eingangsbereich machen für den Tunnel. Vielleicht dann auch eine Truhe mit Booten hinstellen für alle. Ja, das kann man theoretisch gut machen. Mhm. Dann einfach den Raum ein bisschen größer machen und zentral irgendwie Schilder, wo es wo lang geht. Genau. Was ich mir natürlich auch überlegt hatte, was man theoretisch auch machen kann, ist, man könnte diese interessanten Schildergedinger immer wieder auch mal austauschen. Wenn man irgendwann so den Großteil der Portale stehen hat, dann könnte man theoretisch irgendwo eine Karte mit Legende machen und könnte die jeweiligen Portale, anstatt sie zu benennen, einfach mit einer Legende, mit einem Glasspane gefärbt in einem Farbcode zuweisen. Ja, das ist für den ersten Moment ein bisschen komplizierter, aber das check, also da an dieser Stelle muss ich sagen, wir haben 20 nach 1, das checke ich jetzt nicht mehr, ist zu spät. Okay, das machen wir irgendwann mal anders. Okay. Das checke ich jetzt nicht mehr, da bin ich raus, Leute. Sorry, Leute, das ist bei mir gerade im Kopf nur Freizeichen vorhanden. Könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren erklären, vielleicht habt ihr das verstanden. Okay, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen würde ich sagen, machen wir es einfach ans Werk und zeigen euch einfach das Endergebnis. Yes, bis gleich. Du hast einen Bart. Das ist richtig, in echt auch. Aber du ja auch. Ich auch. Lustig. Stegi fragt die ganze Zeit im Chat, wer wo ist. Das ist so lustig einfach. Das ist geheim. Naja. Ja, wir haben hier einiges umgebaut, ne? Aber wir wollten noch Kisten hier hinstellen. Richtig, ich habe aber keine Kisten dabei. Gerade. Dann machen wir das nach der Aufnahme safe noch. So. Das vergessen wir eh. Aber hier kommt man theoretisch mit dem Boot an. Dann kann man hier aussteigen, übelst easy. Muss nicht mehr komisch durch die Gegend fahren. Hier stehen theoretisch noch Kisten mit Booten drin. Wir haben jedes Portal beschriftet, was wir konnten. Da wissen wir nicht, wo es hingeht. Wir trauen uns nicht rein. Ja, also was heißt, wir trauen uns nicht rein, ne? Es gibt wenig, was einen umbringt. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Portal, das nicht gekennzeichnet ist. Und vielleicht ist ja auch privat. Leider sind wir real. Es ist Debitor, der hier auf dem Server ist. Dementsprechend, ja, das stimmt. Der bringt es irgendwelche Portale durchgehen. Ja. So, die man nicht kennt. Niemals machen. Hier haben wir noch Iosa. Fragt Stegi eigentlich nur, um zu wissen? Oder will der hier auch irgendwo hin? Ja. Da ist Colin. Okay, das ist nicht Stegi. Dann haben wir mein Portal. Man kennt's. Wir haben so kleine Laternen noch eingebaut. Die finde ich eigentlich ganz geil. Hi. Und hier so ein... Ja, Nether-Informations-Hub. An jedem Portal hängt ein Schild, Portal mit Namen gleich nice. Und das kann man einfach bearbeiten hier auf dem Server. Und hier haben wir auch die nice. Ausgetauscht. Was mit sagt ihr zum neuen Hub? Sieht sau gut aus, danke. Hier, guck Straße, Stegi. Guck doch uns, Colin. Die Straße sieht aber geil. Passt perfekt zum kommenden Casino. Echt geil. Guck mal, den gefällt's schon mal. Nice. Muss man mit Boot lang. Ja, ist ein Boot-Ding. Ja, er macht's schon wieder. Warum sind das Herzen? Was macht er? Ich weiß es nicht. Ich höre nur einen komischen Sound die ganze Zeit. Sind da Partikel oder was? Ja. Ich habe keine Partikel an. Ich hab Partikel an. Ich sehe halt nur, dass er ein Geräusch hat. So, Colin ist jetzt hinter Gittern. Ich glaube, das ist ein guter Ende der Folge, dass Colin hinter Gittern ist. Hinter Gittern. Colin, der Frauenknast. Colin, der Frauenknast. Ich denke mal, das Intro würde dann den Mittelfinger hochzeigen. Dann denke ich mir, oh. Ich glaube, die Folge ist viel zu lang. Heute, ja. Die Folge ist an dieser Stelle zu Ende. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, Dankeschön, Klim, dass wir das zusammen aufnehmen konnten. Und schaut auf jeden Fall bei Klimi vorbei, wenn ihr viele tolle Bauprojekte sehen wollt. Ne? Der ja. Macht eigentlich Spaß. Und viele Streams. Der macht mehr Streams als ich. Also da habt ihr auf jeden Fall mehr Unterhaltung am Tag. Am Tag mache ich 5. Nein, Quatsch. 5 Streams, genau. Ich mache immer so eine Stunde, aber alle 20 Minuten meinen Cut. So ja, schon auf jeden Fall noch bei einem vorbei, da gibt es mehr als nur Craft Attack. Ja, okay, stimmt. Und sind verteilt auf 2 Kanäle. Ja, 2 Kanäle sogar. Ja, da habt ihr genug abzuchecken. Ja. Leute, haut da rein, habt einen schönen Abend und, oder Tag oder so. Und vergesst nicht, heute Early Stream wahrscheinlich bei Katze auch. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Aber bei mir. Ich mache ganz kurz Schleichwerbung. Haut rein, Leute. Bis später. Tschüss.